Herzlich willkommen zu einem Lernvideo mit dem Thema Extremwerte. Michael möchte gerne wissen, bei welcher Anzahl von Fenstern er den maximalen Gewinn erzielt. Daher stellt er eine Gewinnfunktion auf. Diese ergibt sich allgemein, indem man die Kostenfunktion k von x von der Erlösfunktion e von x subtrahiert. Die Gewinnfunktion beschreibt, wie viel Gewinn er macht, wenn er x Fenster produziert und verkauft hat. Seine Erlösfunktion e von x und Kostenfunktion k von x hat Michael ja bereits ermittelt. Diese setzt er jetzt in die Gewinnfunktion g von x ein. Nun hat Michael seine Gewinnfunktion, die er sich noch ein bisschen zusammenfasst. Dazu verrechnet er die 500x und die minus 200x zu 300x. Jetzt hat Michael seine zusammengefasste Gewinnfunktion g von x ist gleich minus 0,5x² plus 300x minus 16.000. Diese Funktion schaut Michael sich nun auch als Graph an. Um zu wissen, wie viel Gewinn er bei 100 Fenstern macht, setzt er einfach 100 für x in die Funktion ein. Bei 100 verkauften Fenstern würde er also einen Gewinn von 9.000 Geldeinheiten machen. Bevor Michael betrachtet, bei wie viel verkauften Fenstern er den maximalen Gewinn erzielt, möchte er wissen, ab welchen Verkaufszahlen er überhaupt Gewinn macht. Der Bereich, in dem er Gewinn macht, wird von der Gewinnschwelle und der Gewinngrenze umfasst. Diese beiden Grenzen sind die Nullstellen der Funktion. Damit die Nullstellen berechnet werden können, muss die Funktion g von x gleich 0 gesetzt werden. Dies tut Michael nun auch mit seiner Funktion. Um nach x aufzulösen, will Michael die PQ-Formel anwenden. Zur Anwendung der PQ-Formel benötigt man eine Gleichung in der Form x² plus px plus q ist gleich 0. Diese Form hat Michael leider noch nicht vorliegen, da vor seinem x² minus 0,5 steht. Um dieses Problem zu lösen, teilt er seine Formel durch minus 0,5. Wichtig hierbei ist, dass Michael alles durch minus 0,5 teilen muss und nicht nur die minus 0,5x². Fangen wir bei der 0 an. 0 geteilt durch minus 0,5 bleibt 0. Minus 0,5x² geteilt durch minus 0,5 wird zu x². Aus den 300x werden minus 600x. Achtung, auch hier ändert sich das Vorzeichen, da durch eine negative Zahl geteilt wird. Aus minus 16.000 werden, wenn man es durch minus 0,5 teilt, 32.000. Seine umgeformte Gleichung lautet also 0 ist gleich x² minus 600x plus 32.000. Er kann daraus einfach ablesen, dass sein p minus 600 und sein q 32.000 beträgt. Nun kann Michael sein p und sein Q einfach in die beiden folgenden Formeln einsetzen. Er setzt P und Q in die erste Formel ein und lässt sich diese vom Taschenrechner ausrechnen. Daraus ergibt sich, dass x1 gleich 59,16 ist. Dasselbe macht er nun in der zweiten Formel und lässt sich auch diese wieder mit dem Taschenrechner berechnen. Daraus ergibt sich dann, dass x2 gleich 540,83 beträgt. Michael schaut sich den Graphen seiner eigentlichen Gewinnfunktion erneut an und zeichnet seine Nullstellen ein. Mathematisch würde Michael die 59,16 abrunden, aber da er nur vollständige Fenster verkaufen kann, muss er es auf 60 aufrunden. 540,83 müsste er eigentlich aufrunden, aber da er bei 541 Fenstern schon keinen Gewinn mehr macht, muss er es hier dementsprechend abrunden. Würde es sich hier nicht um ganze Fenster handeln, sondern wäre x1 zum Beispiel 1000 Fenster, dann müsste mathematisch gerundet werden. Seine Gewinnschwelle ist daher bei 60 und seine Gewinngrenze bei 540 Fenstern. Aber eigentlich möchte Michael ja wissen, bei wie vielen Fenstern x er den größtmöglichsten Gewinn bei g von x macht. Um dies zu berechnen, schaut er sich erneut seine Gewinnfunktion als Graph an. Er sieht, dass am Hochpunkt der Funktion sein Gewinn bei seiner Funktion g von x am größten ist.
Michael erschließt sich, dass beim Hochpunkt eine Steigung von 0 vorliegen muss, da vor dem Hochpunkt eine positive Steigung vorliegt und nach dem Hochpunkt eine negative. Der Hochpunkt ist nämlich genau der Punkt, an dem sich das Vorzeichen der Steigung wechselt. Da ihm die Ableitung der Gewinnfunktion die Steigung gibt, leitet er zunächst seine Gewinnfunktion ab. Michael wendet dazu die Ableitungsregeln aus den vorherigen Videos an. Aus dem minus 0,5x² wird minus 1x. Die 1 kann er natürlich auch weglassen und hat dementsprechend nur noch minus x dort stehen. Aus den 300x werden 300. Und aus dem minus 16.000 wird 0. Seine erste Ableitung lautet dementsprechend g Strich von x ist gleich minus x plus 300. Weil die Steigung gleich 0 sein muss, setzt er die Ableitung gleich 0. Er sucht also die Stelle, an denen die Ableitung g' von x gleich 0 ist. Michael ist froh, dass dieses Mal kein x² vorkommt und er sich somit die PQ-Formel sparen kann. Zum Lösen der Gleichung bringt er das x einfach auf die andere Seite, indem er x addiert. So wird aus der Gleichung x gleich 300. Michael weiß nun, dass an der Stelle x gleich 300 eine Steigung von 0 vorliegt. Allerdings ist er kritisch und merkt, dass sowohl Hoch- als auch Tiefpunkt eine Steigung von 0 haben können und daher dementsprechend auch ein Tiefpunkt an x gleich 300 vorliegen könnte. Er stellt fest, dass als alleinige Bedingung für einen Hochpunkt die erste Ableitung gleich 0 zu setzen nicht hinreicht bzw. ausreicht, aber dies dementsprechend notwendig ist. Daher wird dies auch als notwendige Bedingung bezeichnet. Michael findet eine weitere Bedingung für die Bestimmung eines Hochpunktes. Dieses nennt man dann die hinreichende Bedingung. Die zweite Ableitung muss für einen Hochpunkt kleiner als 0 sein und für einen Tiefpunkt dementsprechend größer als 0. Also leitet Michael seine erste Ableitung ein weiteres Mal ab. Minus 1x wird zu minus 1, plus 300 wird zu 0 und kann daher wieder entsprechend weggelassen werden. Seine zweite Ableitung lautet dementsprechend g2 von x ist gleich minus 1. Nun setzt er x von seinem potenziellen Hochpunkt, also 300, in die zweite Ableitung ein und merkt, dass dies einen y-Wert von minus 1 ergibt. Da minus 1 kleiner als 0 ist, liegt natürlich ein Hochpunkt vor. Wäre x größer als 0, hätten wir hier einen Tiefpunkt. Seinen maximalen Gewinn macht Michael also, wenn er 300 Fenster produziert. Da Michael aber nicht nur wissen will, wie viele Fenster er verkaufen muss, um den maximalen Erlös zu erzielen, sondern auch gerne erfahren möchte, wie hoch sein letztendlicher Gewinn ist, setzt er nun die 300, die er gerade ausgerechnet hat, wieder in seine ursprüngliche Gewinnfunktion ein. Somit erfährt er, dass sein Gewinn ungefähr 29.000 beträgt. Mathematisch hat also die Funktion g von x ist gleich minus 0,5x² plus 300x minus 16.000 am Punkt 300 und 29.000 ein Hochpunkt. Zusammengefasst hat Michael gelernt, dass die Nullstellen an einer Funktion berechnet werden können, wenn er die Funktion gleich 0 setzt. Die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze sind die Nullstellen der Gewinnfunktion. Um eine quadratische Gleichung zu lösen, kann die PQ-Formel verwendet werden. Dazu muss allerdings eine Gleichung in der Form 0 ist gleich x² plus px minus q vorliegen. Der maximale Gewinn kann über den Hochpunkt der Gewinnfunktion bestimmt werden. Sowohl Hoch- als auch Tiefpunkt haben als notwendige Bedingung, dass die erste Ableitung an einer Stelle x gleich 0 sein muss. Als hinreichende Bedingung für einen Hochpunkt muss die zweite Ableitung kleiner als 0 sein. Für einen Tiefpunkt muss die zweite Ableitung dementsprechend größer 0 sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim nächsten Video.